Also ist gerade für uns als Jugendbrigade Ehrensache und besten Beispiel im Wettbewerb die Till Aktives Kollektiv des Betriebsteils Tröde des Steuerkombinates, Johannes hat ja schon voranzugehen. Was ist denn zur Erreichung dieses Ziels nun konkret in die Wege geleitet worden? Ja, gerade im Bereich der gesellschaftlichen Tätigkeit konnte der Organisationsgrad innerhalb unserer Brigade auf über 90% gesteigert werden. So gelang es uns, drei Kollegen zur Mitarbeit in einer noch zu gründenden, oppositionell feindlichen sowie einer negativ feindlichen Gruppe zu überzeugen, deren Aufgabe besteht, speziellen Lesen und Weiterverbreiten aufrührerischer Schriften und leichterer Sabotage besteht, sodass wir innerhalb des Betriebes, also anlässlich des Kombinatsgeburtstages, planmäßig einschließlich dieser fünf oppositionellen Gruppen zerschlagen können. Das stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 15% dar. Aber doch sicherlich nicht ohne Schwierigkeiten zu realisieren. Natürlich gab es die, aber letztlich konnten wir mit Hilfe der FDJ-Grundorganisation und eines gestaffelten Prämiensystems alle von der Richtigkeit unserer einmal und unumkehrbar gewählten Weges überzeugen. Trotz der auftretenden Doppelbelastung, die sich zweifelsfrei aus gesellschaftlicher Tätigkeit und Plansoll für unsere Kollegen ergab, und die Wanderfahne der Ortsleitung des MFS ist in meinen Augen der beste Beweis für unsere hervorragenden Leistungen. Bitte.